So Leute, wie versprochen, das Unidentified Data Module, das decoden wir mal. Und was finden wir da drin? Tag 10. Er loggt jetzt regelmäßig. Er hat ist einigen dieser dieser Finsterlinge entkommen. Was auch immer sie sind. Hat er die ersten Aufzeichnungen verloren. Er ist gefallen, wo sie die ersten Aufzeichnungen verloren hat. Okay. Er wird morgen wieder losziehen und erkunden, nachdem er seinen Fuß geschient hat. Ja, das ist interessant. Also. Er oder sie sollte ich sagen. Weiß ich ja nicht, wer das ist. Eigentlich, oder? Ja, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Komm hier, stellst du mal eins drauf. Und dann hier auch mal. Da du da nichts draufstellen kannst, kannst du irgendwo. Irgendwo. Na, ja, das ist schon wieder zu nah. Hier mal die Blume aus. Ah, da sind schon die ersten drin gespawnt. Tja, euer Pech, dass ich dazu gemacht habe, Leute. Vielleicht auch euer Glück, sonst würde ich euch nicht jetzt erledigen müssen. Weil ich weiß, ihr würdet mich jetzt angreifen. Jetzt angegriffen. So. Und hier geht's jetzt wieder runter. Also, das ist ja schon ganz in Ordnung, würde ich sagen. Immer mal wieder so ein Licht einbauen. Ich mache es, glaube ich, nicht regelmäßig genug, dass es Spawnen verhindern würde. Aber zumindest regelmäßig genug, dass die jeweils, dass ich sie jeweils voneinander sehe. Das soll mir mal reichen. Erstmal.
Erst dann soll mir das reichen. Und dann schauen wir mal weiter. Gar nicht, wie weit es da jetzt runter geht. Das kann nicht so weit sein jetzt. Ich glaube, da ist direkt der Boden, ja. So. Aber diese Höhle, da kann ich ganz sicher nicht von oben rein. Also, da würde ich sowas von tief fallen. Da bin ich mir sowas von sicher auch. Also, wäre Selbstmord. Nicht, dass ich hier nicht schon viele Selbstmordkommandos auf mich genommen habe, aber normalerweise ist es nicht ganz so sicherer Selbstmord. Oder ich bin mir nicht ganz so sicher, dass es Selbstmord ist. Zumindest nicht ganz so bewusst. Weil ich könnte da natürlich immer noch eine Art Leiter von oben runterbauen, wenn ich ganz gut aufpasse. Auch das ginge natürlich. Im Grunde ginge das. Vielleicht sollte ich das tun. Da muss ich aber wirklich vorsichtig sein. Da müsste ich wirklich vorsichtig sein, sehr vorsichtig. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, so vorsichtig zu sein. Ich glaube, Moment, ich muss mich auf jeden Fall seitlich reingraben. Ich kann ganz sicher nicht senkrecht reingraben. Also wenn ich nicht da senkrecht reingrabe, dann schaffe ich es auf keinen Fall. Das ist mal klar. Das ist mal klar. Ich muss mich da so flach wie möglich reingraben. So flach wie irgend möglich. Und dann werden wir sehen, ob das funktioniert oder nicht. Interessant. So viel ist sicher. Okay, die baue ich schon gerade wieder ein bisschen zu dicht aneinander, muss ich eher sagen. Ja, das liegt ja auch nur daran, dass ich gerade hier am Graben bin. Wenn ich am Graben bin, will ich sie natürlich nur richtig bei mir haben. Ist ganz klar. Ich werde gerade müde. Natürlich unpassend. Vor allem, weil ich, wenn ich jetzt speichere und aufhöre, bin ich ja wieder woanders. Das ist noch unpassender. Ansonsten wäre das ja kein Ding. Ansonsten wäre das ja kein Ding, das einfach mal so auf sich zukommen zu lassen und beim nächsten Mal hier runter zu gehen. Okay, das scheint gar nicht mal mehr so tief zu sein. Das ist tatsächlich nicht besonders tief, ja. Das ist nicht besonders tief.
besonders tief hier. Nicht mehr zumindest. Da hätte ich fast. Von da oben hätte ich vielleicht. Das wäre vielleicht gefährlich geworden. Aber von mir aus ist das ein Witz. Sehr schön. Ich muss vorsichtig gerade sein. Ich höre nämlich schon, dass es hier wieder gluckert. Ja, ich. Ja, da ist es. Okay. Ich kann es nicht mal richtig sehen. Das ist natürlich scheiße. Ich kann es nicht mal richtig sehen, dass es da ist. Selbst wenn ich direkt davor stehe. Oder sogar wenn ich drin stehe, nee, kann ich es nicht mal richtig sehen. Na, ich versuche mal hier nochmal doch reinzuhauen. Zumindest für die Tage wäre das ganz praktisch. Zumindest für manche Tage. Für viele nicht. Für manche dann doch. Was ist das? Noch ein Flower. Ganz gewöhnliche Flower. Hat irgendwie seltsam ausgesehen. Ich weiß, ich übertreibe es gerade mit den Dingern, aber ich muss hier wirklich aufpassen. Genau aus solchen Gründen. Das hätte ich sonst gut übersehen können. Ich kann die ja später wieder aufheben, das ist ja gar kein Thema. Aber besser, sie erstmal gesetzt zu haben und später mitzunehmen, als sie nicht gesetzt zu haben und später zu sterben. Das stimmt er mir noch zu, oder? Davon gehe ich doch mal aus, dass ihr das tut. So. Dann hier noch eins. Na gut, da brauche ich jetzt nicht hier noch gleich einen zu machen. Das mache ich dann ja hier nochmal. Dann gehe ich nochmal einen runter. Oh, das war's schon. Oh, da ist noch mehr von dem Zeug. Das ist ja wirklich eine richtige. Ja, hier unten ist richtig viel von dem Zeug. Na komm. Geh mal ein bisschen näher ran vielleicht. Kannst du das auch ohne Dingens herstellen? Brauchst du da oder brauchst du dafür ein. Nee, das kannst du so herstellen. Moment. Stell dir mal ein bisschen Gummi her. Ach nee, ich brauche einen Kombinator dafür. Na gut, wenn du dafür einen Kombinator brauchst. Dafür nicht. Das kannst du unterwegs machen, ne? Dann machst du dir dafür mal davon mal die maximale Menge. Genau.
Okay. Das Zeug möglichst eine Erdbrücke bauen, wie geht das? Müsste, ne? Das heißt, müsste, muss. Keine Sorge. Das alles ordentlich in den Griff, ne? Also, dass wir die Dinger wieder aufheben zum Teil. Also, wenn sie zu nah beieinander stehen, den hier hebe ich jetzt. Also, ich hebe jetzt nicht die beiden hier auf, zum Beispiel. Also, jetzt den und den oder so. Die sind weit genug auseinander. Von den beiden zum Beispiel könnte ich vielleicht einen aufheben. Ja, also jetzt definitiv einen. Naja, einige. Mittlerweile. Ja, der Boden muss da ja gleich sein, sonst hätte der Hund ja nicht stehen können, ne? Das ist wirklich eine große Höhle hier. Das war zu Recht, hat zu Recht Erfahrungspunkte gegeben, die zu finden. Naja, gut. Man kann auch sagen, eher dann zu Unrecht, weil wenn man so, wenn die so groß ist, ist es schwierig, die nicht zu finden. Das ist nur so eine kleine Anmerkung. Was ist das? Sand? Das ist Sand für dich. Okay, das war jetzt Wallbird. Sollte eigentlich seltsam aus dafür, aber gut. Sieht aus wie, keine Ahnung. Fast wie Stein. Aber irgendwie in anderer Musterung. So, ich bin mal gespannt, was das hier für eine. Ah, da ist wahrscheinlich wieder Dings, Kupfer oder Kohle. Oh. Hm. Ah, ich weiß nicht. Allzu beiden, schätze ich. Weißt du, was anderes ist? Natürlich umso besser. Eisenerz. Klasse, Eisenerz. Ich habe Eisenerz. Leute, Eisenerz, Eisenerz, Eisenerz. Klasse. Klasse, wir haben Eisenerz. Also wenn das nicht geil ist, dann weiß ich nicht, was geil ist. Also, da können wir dann ja gleich mal Eisenbarren erforschen, ne? Macht Sinn, oder? Ist das noch mehr Eisen? Wahrscheinlich, ne?
Ja. Das wird garantiert eine ganze Menge werden, die ich hier finde. Darauf kann man sich schon mal verlassen. So Leute, ich denke, mit diesem Triumph werde ich mich erstmal verabschieden müssen, denn wie ihr vielleicht gemerkt habt, bin ich wirklich langsam müde. Und da kann ich nicht ewig weitermachen. Leider. Leider braucht diese sterbliche Hülle ab und an mal Dinge wie Schlaf, Nahrung und ähnlichen Schnickschnack. Ich weiß, ist einfach nur nervig, aber muss manchmal sein. Ich versuche es immer zu vermeiden, aber manchmal lässt sich es nicht vermeiden. Deshalb sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dann. Ciao.